Es wird wieder Zeit für die Extraction-Shooter-News und zwar heute mit dem Thema Escape from Tarkov. Sie sind momentan im Sale, feiern ihren Geburtstag, aber viel wichtiger, vor einigen Minuten ist ein Video rausgekommen, das schauen wir uns an. Dann Cycled Frontier, wir nähern uns dem Ende der Jobphase, sehr, sehr erfolgreiche Kampagne und ein neuer großer Patch für The Cycled Frontier. Marauders hat es geschafft, ist im Early Access angekommen und hat eine Roadmap veröffentlicht, die wir uns anschauen. Und der DMC-Modus, ja hier immer die meisten Neuigkeiten tatsächlich, aber diesmal keine Leaks. Dafür machen wir die separaten Leak-Videos. Hier wirklich offizielle News und zwar hat Activision sich geäußert zu dem Anti-Cheat-System. Und zwar werden Handynummern verlangt. Interessantes Thema, das gucken wir uns jetzt an. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Okay. Battlestate Games hat Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und zu diesem Jubiläum gibt es 25% Rabatt auf alle Produkte im Store, auf die Editionen und kostenlose Items, wie zum Beispiel Schokolade, Whisky, aber auch ein Bitcoin. Warum ist diese News jetzt so interessant? Weil es einfach das erste Lebenszeichen ist, was wir seit langer Zeit bekommen haben von Battlestate Games. Viele haben sich Sorgen gemacht, dass es der Firma gar nicht gut geht. Die politische Situation in Russland entsprechend schwierig und ob das Studio überhaupt noch arbeiten kann, das stand einfach in den Sternen, weil wir wirklich null Informationen bekommen haben. Diese Informationen jetzt besser als nichts, also da passiert noch was, aber es geht noch weiter. Und zwar wurde heute, also am 16.10.2022, heute Morgen dieses Video hier gepostet und hier geht es um zwei Scuffs, die sich unterhalten im Escape from Tarkov-Universum. Der eine ist namentlich als Reezy bezeichnet worden. Das heißt, hier geht es ganz klar um die Lighthouse-Expansion, um die Lighthouse-Erweiterung. Lighthouse-Stufe 3 sollte bald kommen mit einem Ingame-Händler. Und seitdem, sagen wir mal, es politisch ein bisschen heißer wurde, haben wir gar nichts mehr gehört. Es ging nicht weiter. Und dieses Video ist jetzt sehr, sehr hoffnungsvoll, dass Battlestate Games immer noch arbeiten kann und dass sie an der Erweiterung arbeiten und dass sie anscheinend hier der Community sagen wollen, Leute, wir sind noch da, macht euch keine Sorgen und wir bleiben am Ball. Also sehr, sehr erfreuliche Nachrichten hier. Wo wir leider noch nichts Positives vermelden können, ist der Arena-Modus. Der sollte ja im Herbst 2022 in die Alpha- oder Early-Access-Phase reingehen. Leider haben wir hier noch nichts gehört, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Und wenn es nächstes Jahr wird, meine Güte, dann wird es halt nächstes Jahr. Aber Hauptsache, das Ganze sieht doch wieder viel, viel besser aus. Dass es den Leuten im Anbrach der Umstände zumindest hoffentlich einigermaßen gut geht. Und an dieser Stelle wünschen wir auch alles Gute an allen, an wirklich allen Menschen auf der Welt, die momentan in so vielen Teilen der Erde so viel Leid ertragen müssen. Machen wir den Schwenk nach Deutschland zu Jager. Und zwar hat Jager hier mit The Cycled Frontier Patch 2.2.0 rausgehauen. Balance-Änderungen, Rüstungsänderungen, Penetration-Änderungen, Preisänderungen. Also ein relativ großer Balance-Patch. Das Wichtigste ist aber, dass zu Season 2 anscheinend die Anzahl der Spieler drastisch runtergegangen ist. Also wir hören auch von den großen Spielern, von den E-Sportlern und von den 24/7 Hardcore-Grinding-Streamern, dass sie auf keine oder auf sehr, sehr wenige Cheater bis jetzt getroffen sind. Also anscheinend scheinen diese massiven Maßnahmen, die Jager Games eingeleitet hat, in so vielerlei Hinsicht zu Season 2 zu fruchten. Um das nun auch den Spielern näher zu bringen, haben sie eine Drop-Kampagne gestartet und diese wurde jetzt sogar zum Ende der Drops nochmal erweitert um dieses Waffencharm und um dieses Katana-Skin. Also viele, viele Drops, die man hier abholen konnte und auch sehr hochwertige Drops, also viel, viel besser als in der letzten Aktion tatsächlich. Und es ist wirklich so, dass viele Spieler zurückgekommen sind und sich das Spiel angeschaut haben. Die Frage ist natürlich, wie es das Ganze entwickelt. Ich denke, das ist jetzt ein Prozess, der viele Monate noch dauern wird, vielleicht Season 3 und Season 4 noch mit in Anspruch nehmen wird, damit das Spiel sozusagen seine Reputation wiederkriegt, die es über Season 1 doch nicht, vielleicht nicht ganz verloren, aber die stark gelitten hat unter diesem Hardcore-Angriff der Cheater. Diese Reputation wieder aufzubauen ist sicherlich das Ziel in den nächsten Monaten und wird viel, 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 viel Zeit und Geduld in Anspruch nehmen. Aber ich denke, aufgrund der Maßnahmen und die Art und Weise, wie Jager an die Sache reingeht und wie sie auf die Community hört und das Feedback gibt, glaube ich einfach, dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Und ich persönlich freue mich sehr zu sehen, wie es in Zukunft weitergeht mit The Cycled Frontier. Kleiner Hinweis am Rande, die Waffen wurden ja gebalanced und die Shattergun ist genervt worden, ist also schlechter geworden, gleichzeitig aber billiger gemacht worden und damit wieder zum Meta. Also eine der Meta-Waffen momentan, kleiner Geheimtipp, die Shattergun momentan extrem stark. Kommen wir zu Marauders. Sie haben es geschafft, am 3.10.2022 sind sie von der Closed
Beta, von der technischen Close Beta direkt übergegangen in den Release, in den Early Access auf Steam. Am 3.10. war es soweit und der Release war sehr erfolgreich. Viele Spieler sind eingestiegen, haben sich das angeschaut, sowohl auf Steam als auch Zuschauer auf Twitch, auf YouTube. Also das Ganze war doch marketingtechnisch gar nicht so schlecht, hat gut geklappt. Und damit könnte man doch sagen, dass Marauders einen erfolgreichen Start hingelegt hat. Der Weg ist jetzt noch sehr, 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 sehr lang. Der Early Access ist nicht umsonst Early Access, weil noch relativ wenig Content im Spiel ist. Der Content, der drin ist, meiner Meinung nach sehr, sehr gut, sehr unterhaltsam, aber noch nicht so viel. Und deswegen werfen wir jetzt mal einen Blick auf die Roadmap. Hier sehen wir, was alles geplant ist für den weiteren Verlauf von Marauders. Es fällt direkt der Boss auf, Granaten, neue Waffen, neue Munition, neue Maps und so weiter und so fort. Mich persönlich fällt besonders auf der Gilden-Content, also die Clans. Wer meine Streams verfolgt oder auch meine Videos, der weiß, ich bin ganz, ganz, ganz großer Fan von Clans. Bei Cycle Frontier hoffe ich drauf, dass es in Season 3 zu den Clans kommen wird. In Escape from Tarkov würde ich mich sehr freuen, in DMZ würde ich mich sehr freuen über irgendwelche Clan-Strukturen. Aber hier ist es auch bestätigt, genau wie in The Cycle übrigens, dass Marauders Gilden-Content bringen wird. Und sie fassen es auch etwas detaillierter zusammen. Und zwar geht es um Ligen, Customization, um Tags, um Battles. Also sie haben schon ganz konkrete Vorstellungen davon, was die Gilden mit sich bringen werden. Ich denke, Gilden sind ein sehr, sehr großer Antrieb für jedes Spiel. Gerade für solche Extraction-Loot-Shooter, wo wir massive Anzahl haben an Solospielern, die sich dann sozusagen in einer Clan-Umgebung Mitspieler suchen können, gemeinsam einem großen Ziel arbeiten können, gemeinsam Vertrauen aufbauen können und vielleicht eine größere Sache spielen können, zusätzlich zu dem, was sie machen. Das ist immer eine tolle Bereicherung. Deswegen finde ich es besonders toll, dass auch Marauders hier den Gilden-Content ganz groß schreibt. Also ich finde den Banner hier schon relativ groß. Wenn wir uns nur noch anschauen, Fleet Battle Maps, also irgendwelche Flotten, mehr Schiffe, mehr die von hiervon und davon, dann werden wir sicher noch viel, viel Arbeit auf das Team zukommen sehen, auf die Jungs und Mädels bei Marauders. Wir wünschen da auf jeden Fall viel, viel, viel Glück für die nächsten Monate. Bin sehr gespannt, wie es bei Marauders weitergeht. Kommen wir zu einem relativ kleinen, zu dem ganz, ganz großen, und zwar der AAA-Entwickler Activision und der DMZ-Modus. Mittlerweile können wir immer mehr sagen, dass es sich wirklich um einen Extraction-Loot-Shooter handelt. Die ganzen Leaks deuten immer mehr auf ein komplexes Loot-System hin, auf ein Crafting-System, auf einen Handel mit Items, auf ein Kachelsystem, sehr, sehr ausgefeilte Missionen und. Also, wir wollen nicht zu viel hoffen, am Ende sind wir enttäuscht, aber es scheint in die richtige Richtung gehen zu können, möglicherweise. Also, ganz, ganz vorsichtig an dieser Stelle. Aber was Tatsache ist, ist, dass am 20.10. die Kampagne released wird zu Modern Warfare 2. Warum ist das jetzt so spannend? Weil das der erste Eindruck ist, wie der DMZ-Modus aussehen könnte. Das ist nämlich sozusagen das erste Mal, wo wir auch das Gefühl kriegen, wie sich das Spiel spielen wird. Und es ist das erste Mal, dass die Kampagne im Pre-Release gestartet wird. Also für alle digitalen Vorbesteller ist das so, dass sie eine Woche vorher die Kampagne spielen können. Das heißt, viele Call of Duty-Spieler, die das Spiel gekauft haben in der Vergangenheit, sind direkt in den Multiplayer-Modus gestürzt und haben teilweise noch nie den Kampagnen-Modus gesehen. Und wir wissen alle, die Kampagne in Call of Duty war schon immer eine der großartigsten Erlebnisse überhaupt. Also die Kampagnen waren schon immer sehr, 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 sehr gut gemacht. Und ich freue mich regelrecht darauf, dass einige Spieler jetzt vielleicht sogar zum ersten Mal die Kampagne überhaupt spielen, weil die Kampagnen vorher für viele tatsächlich gar nicht zugänglich waren. Also jetzt am 20.10., eine Woche vor Modern Warfare Release, der Zugang. Und damit gibt es auch viele Belohnungen. Da reden wir zum Beispiel von Operatoren, von einer Waffenskin, also von den Blueprints, wie sie genannt werden, weil es ja komplette Kombinationen sind, Emblemen, Tokens und so weiter und so fort. Ich verlinke euch natürlich wie immer alles unten in der Beschreibung und bei der Gelegenheit auch. Leute, ich würde mich sehr über ein Follow freuen. Das ist für mich immer die größte Motivation, diese Videos zu machen, für euch die News zusammenzutragen. Es ist einfach ein riesengroßes Hobby. Und wenn ihr weiteren solchen Content sehen möchtet und nichts verpassen möchtet, könnt ihr mich damit auch am besten supporten. Jetzt ist es so, dass wir nicht genau wissen, inwiefern Modern Warfare 2 mit DMZ verknüpft sein wird, ob es überhaupt eine geben wird. Eine Vermutung lautet, dass man vorab Zugang bekommen könnte, 24 Stunden vorher, zu dem DMZ-Modus. Hardcore-Gerücht. Weiteres Gerücht lautet, dass man zum Beispiel Boni haben könnte auf dem Battle Pass für Warzone 2 und DMZ, dass das vielleicht mit diesen Perks irgendwie in Verbindung stehen könnte. Wir wissen es nicht, also wer erhofft sich hier einen Vorteil zu erspielen für den DMZ-Modus? Da würde ich mal auf ganz, ganz vorsichtiger Basis sagen, Die Kampagne ist eher dafür da, einen Eindruck zu kriegen, wie sich die Welt um DMZ möglicherweise anfühlt, aber vor allem am Ende des Tages, um eine schöne Geschichte zu erleben. Interessanter wird es dann am 16.11., wenn der DMZ-Modus mit Warzone als Free-to-Play released wird, und zwar mit dem Anti-Cheat-System Ricochet. Und hier haben wir eine sehr, sehr interessante Information von Blizzard, und zwar haben sie vor einer Woche gepostet, dass einige Spiele, die über Blizzard laufen, jetzt eine Telefonnummer benötigen als Verifikation für ein Trust-System, also dass man sozusagen nur das Spiel spielen kann, wenn eine amtliche Telefonnummer, amtlich bedeutet kein Prepaid und kein VoIP oder VPN oder was auch immer, also nur mit einer amtlichen Telefonnummer, also mit einem Handyvertrag,
kann man Zugriff bekommen auf die Spiele und namentlich genannt wurden hier Call of Duty Modern Warfare 2, Overwatch 2 und Call of Duty Modern Warfare. Das Anti-Cheat-System momentan scheint dazu geführt zu haben, dass bereits zur Beta von Modern Warfare 2 60.000 Accounts gebannt wurden, bevor sie überhaupt Zugang hatten zum Spiel. Also das Ricochet-System scheint sich auch schon sehr, sehr stark verbessert zu haben. Und weitere 20.000 wurden im Durchschnitt von 5 gespielten Spielen bereits gebannt. Also Cheater wurden erkannt. Witzig ist auch hier, dass die Spieler nicht direkt gebannt wurden, sondern teilweise am Spielen gelassen wurden, damit man sie weiter analysieren kann. Sie wurden sozusagen unschädlich gemacht, also haben keinen Schaden mehr verursacht. Waren nur noch sozusagen Bots, die in der Gegend rumstanden, konnten nichts mehr machen im Spiel, wurden aber nicht gekickt. Damit eben die Anti-Cheat-Systeme weitere Daten sammeln können und mehr Informationen haben im Kampf gegen die Cheater. Auch ein sehr, sehr witziges System. Also wer jetzt gedacht hat, ja, Ricochet, das reicht ja. Nein, das reicht wahrscheinlich nicht, weil wir spätestens im DMC-Modus sicherlich nochmal eine ganz, ganz große Welle an Cheatern bekommen werden. Und im Zuge dessen haben sie jetzt eben diese Telefonnummern-Geschichte eingeführt. Man muss diese Telefonnummern sowohl in Steam als auch im Battle.net hinterlegen und es muss ein SMS-fähiges Handy sein. Nicht erlaubt sind dabei Prepaid-Karten und VPN, so ist es zumindest offiziell beschrieben. Allerdings wissen wir mittlerweile, dass das für Deutschland beispielsweise nicht gilt, weil in Deutschland die Prepaid-Accounts ja auch verifiziert sind. Also wenn ihr sozusagen ein Prepaid-Handy habt, dann wird das ja per Anruf und per Ausweiskontrolle gegengecheckt. Also es ist sozusagen ein verifizierter Account. Im Gegensatz zum Ausland, wo ihr teilweise 1000 Prepaid-Karten umsonst kriegen könnt, ohne irgendeine Art von Verifikation. Also in Deutschland brauchen wir uns da wirklich weniger Sorgen zu machen, falls jemand von euch nur ein Prepaid-Handy hat. Ich persönlich finde es sehr, sehr interessant, dass dieser Weg gegangen wird. Also sehr drakonische Maßnahmen. Die Frage ist, was haltet ihr davon? Ist das schon too much? Möchtet ihr überhaupt eure Handynummern hinterlegen? Ich meine, wir wissen alle von Leaks, dass Nummern plötzlich noch mehr Informationen geben können an die Firma oder dass natürlich auch gehackt werden kann. Plötzlich sind die Nummern irgendwo öffentlich zugänglich, weil irgendein Server gehackt wurde. Wir wissen alle die Probleme um solche Dinge. Auf der anderen Seite haben wir gegenüberstehenden Schutz für uns. Ich spreche immer wieder den DMC-Modus an, wo praktisch die größte Gefahr lauert von Cheatern und jeder Schutz ist da natürlich Gold wert. Aber ist das der richtige Weg? Ganz ehrlich, meine Meinung, ich habe keine Meinung dazu, ich weiß es nicht. Ich habe schon meine Nummer hinterlegt, also die ist schon lange hinterlegt, ich habe überhaupt kein Problem. Aber ich kann schon jeden verstehen, der sagt, nein, das finde ich nicht okay. Wie ist es bei euch? Habt ihr also Handyverträge und wollt die Nummer abgeben und hinterlegen? Ist das ein Problem für euch? Würde mich sehr, sehr interessieren. Ich bin auch gerade dabei, Feedback zu sammeln. Es gab schon einen großen Aufschrei in Overwatch 2, wo viele Leute nicht mehr spielen konnten. Und auch in Modern Warfare 2 haben viele gesagt, gerade im Ausland, dass Leute, die sozusagen 70 Euro ausgeben, ja schon verifiziert sind. Warum sollen die noch ihre Nummer hinterlegen? Also großer Streitpunkt momentan. Aber es sieht so aus, als ob dieses System mit den Nummern definitiv durchgezogen wird. So, beruhigen wir uns alle wieder und gucken mal hier auf Dark and Darker. Ein neuer Extraction-Loot-Fighter, muss man sagen, kein Shooter. Hier geht es tatsächlich um einen Dungeon-artigen Crawler im Extraction-Loot-System. Sehr, sehr interessant. Die machen immer wieder kostenlose Wochenend-Playtests, wo man reinschnuppern kann, bis dann in Q4 2023 das Spiel released werden soll. Und auch zu Deaddrop gibt es neue Informationen. Hier haben wir sozusagen Snapshot 3. Ich habe natürlich Zugriff, ich habe es auch schon gespielt. Dazu mache ich aber auch ein separates Video. Ich denke mal, das jedes Mal wieder hier reinzubringen, macht nur Sinn, wenn wirklich neue große Schritte gemacht wurden in Deaddrop. Das heißt, ich verabschiede mich an dieser Stelle mit diesen News. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Leute, ich sag nur, macht kein Auge. Wer es nicht mitbekommen hat, ich hatte eine Augen-OP. Deswegen auch die ganze Zeit hier ohne Kamera. Also wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, werdet gesund. Ich versuche es auch zu werden. Bis dahin, hasta luego, hasta la vista und ciao, 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 ciao.